Halli, hallo, Hallöle, hier ist mal wieder eure Cameo-Maus, der Andreas, und heute aus aktuellem Anlass ein kurzes Tutorial zu einer neuen Funktion im Silhouette Studio 4. 4.0 ist raus, und zwar nicht mehr nur als Beta, sondern als abschließende Version. Ich benutze die Version 4.0.623 SSBE. SS für Silhouette Studio, BE für Business Edition, es gibt noch DI für Designer Edition. Und es gibt das SS alleine für Silhouette Studio. Okay, das zu dem Teil. Ich habe euch das Studio in der Version 4 ja schon in der Beta-Version vorgestellt, dass eben entsprechend eure Werkzeuge sich hier oben immer dem anpassen, was ihr macht. Dann wird eure Werkzeugleiste hier so ein bisschen angepasst. Das vereinfacht euch das Arbeiten. Aber es gibt noch eine neue Funktion, die ich euch noch nicht vorgestellt habe. Und ich schreibe mal kurz einen Text. Anker lichten, das passt gerade zu dem Anker, den ich mir rausgesucht habe. Und wenn man den schreibt, erscheint ein grüner Rahmen drumherum und dieser Kreis mit den Pfeilen drauf. Wenn man schon mal geschrieben hat, den hat den Text irgendwo liegen, dann muss ich hier einen Doppelklick drauf machen, dann kriege ich wieder den grünen Rahmen. Mit diesem Pfeil kann ich den Text jetzt an einem Pfad ausrichten. Das heißt, wenn ich den Kreis, denkt bitte dran, den Kreis auf den Pfad ziehe, dann richtet sich der Text am Pfad, dem Kreis, aus. So, wenn ich jetzt rausklicke und ich lösche jetzt den Kreis, na, dann ist leider wieder alles vorbei. Das bringt uns nicht viel. Ich müsste jetzt hier erstmal hingehen und müsste sagen, ich will daraus einen Pfad machen. Und jetzt kann ich den Kreis nehmen und weglöschen und es passiert nichts mehr. Aber jetzt ist dies hier auch kein normaler Text mehr, okay? Gut, das haben wir geklärt. Das ist eine sinnvolle Funktion und die macht auch viel Spaß. Kann man viele hübsche Sachen mitmachen. Und diese Funktion hat man jetzt für uns sozusagen erweitert. Und das finde ich richtig mega. Gut, wir nehmen jetzt einfach hier den Anker und den will ich jetzt drumherum haben. Jetzt kann ich hingehen mit CMD-C und V. Also Command C und V oder Steuerung C und V hier draufsetzen und drehen. Ich kann mir Kopien machen, konnte mir früher Kopien machen, musste dann aber über die normalen Funktionen ausrechnen, wie viele Anker ich brauche, damit die den ganzen Kreis abdecken. Das ist jetzt ganz simpel geworden. Markieren, auf das Replizieren-Werkzeug gehen, jetzt dieses neue Werkzeug hier oben wählen. Das nennt sich Objekt auf Pfad. Und jetzt gehe ich einfach mal auf Haltegriff anzeigen. Und es erscheint mir ein Kreis mit drei Punkten. Der funktioniert genauso wie hier das Ding an dem Anker lichten an dem Text. Nehme ich den Anker, ziehe den hier drauf, passiert gar nichts. Okay? Gehe ich auf den Kreis, ihr seht, der färbt sich so rosa. Wenn ich draufklicke, mit der linken Maustaste gedrückt halten und ziehe ihn jetzt auf den Kreis. Dann passiert Folgendes. Der Anker wird rundherum repliziert. Und jetzt kommt das Coole. Ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Ich kann den anfassen und ziehe ihn auf den anderen zu und ihr seht, es werden mehr Anker. Okay? Ich kann sagen, ich möchte das hier aufhaben. Ich mache zum Beispiel eine Karte für einen Seemann und kann jetzt da den hier reinsetzen und habe dann Anker lichten und die Anker drumherum. Das kann ich zum Beispiel machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann das jetzt also machen, wie ich lustig bin. Ich kann den auch wieder nehmen. Nein, ich muss den nicht an den Punkt anfassen, sondern da an der halben Seite und ziehe den rüber und es passt wieder. Ja, ihr seht also, das ist schon mal eine wunderschöne Sache. Ich kann zum Beispiel hingehen und sagen, ich ändere den Winkel. Seht ihr das, dass sie sich drehen? Und bei 180 Grad zeigen die jetzt alle nach außen die Spitzen. Ich kann aber auch sagen, dass sie immer ein Stückchen weitergehen. Wenn ich den hier benutze, dann seht ihr, dreht sich immer einer ein Stückchen um diese Gradzahl um 10 Grad weiter. 10 Grad. Und so drehen die sich einmal um sich selber. Was ihr damit macht, eure Fantasie sind da echt keine Grenzen gesetzt. Tut und lasst, was ihr nicht machen, was ihr wollt. Alles ist in Ordnung. Die Anzahl der Wiederholungen könnt ihr sehen, wenn ihr das jetzt zählt, dann passt das auch. Dann sind die Anzahl der Wiederholungen auch richtig.
Ne? Und das könnt ihr so machen, wie ihr lustig seid. Nur denkt dran, wenn ihr den Kreis schließt, ihr geht raus, könnt ihr noch Folgendes machen, ganz wichtig, ihr könnt die Kopien freigeben. Das bedeutet, die sind jetzt nicht mehr an den Kreis gebunden. Den Kreis kann ich wegnehmen. Ihr müsst noch darauf achten, ihr habt hier eine Kopie zu viel, die könnt ihr weglöschen, die braucht ihr nicht mehr. Das ist eine super Sache. Ich zeige es nochmal. Wenn ihr das Ganze noch zusammen habt, dann ist das hier ein doppelter Anker. Seht ihr den? Na, ich kann den jetzt so lassen, dann habe ich den gleichen Abstand. Okay. Ich kann aber auch einfach darüber gehen, habe jetzt haargenau den gleichen Abstand, sage jetzt Kopien freigeben, nimm den Kreis weg und nimm die eine Kopie. Jetzt ist sie nicht da, okay. Weg. Aber wichtig ist nur eins, ihr könnt das anlegen. Und jetzt zeige ich euch, wofür wir das früher gebraucht haben oder wo es cool war. Und zwar will ich jetzt die Kopien alle freigeben und bis auf den Kreis möchte ich alles loswerden. Und zwar geht es darum, wenn ihr zum Beispiel Etiketten macht. Ich mache jetzt mal einen kleinen Kreis mit gedrückter Shift-Taste, wird er auch ganz gleichmäßig. Und gehe jetzt hier oben, nehme den Kreis, setze ihn hier drauf oder setze ihn noch dahin, Haltegriff, markieren, Haltegriff anzeigen und ziehe ihn jetzt hier drauf. Und jetzt kann ich das so machen. Ich gehe näher dran, bis sie sich überlappen. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, damit ich es besser sehe. Ich möchte, dass sie sich an dieser Stelle hier an dieser Stelle überschneiden. Ich gehe jetzt also mit diesem Kreis noch dichter dran, bis ihr seht hier so eine kleine Überschneidung da ist. Die brauche ich gleich für das, was ich machen will. Jetzt kann ich wieder rauscrollen. Und ich gebe die Kreise mal frei. Klicke in die Mitte. Nehme den großen Kreis raus. Den brauche ich nicht mehr und markiere alles. Und jetzt gehe ich auf mein Werkzeug Verschweißen. Okay. Also Verschweißen. Rechtsklick hier drauf. Verknüpften Pfad lösen. Einmal daneben klicken. Den Innenkreis weg. Und ich habe ein super schönes Etikett für Marmeladen oder sonst etwas. Eine super coole Sache, sehr einfach. Ja, ich habe es erst heute entdeckt. Vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen dabei auf, aber das fand ich war sehr wichtig und ist echt cool und schon fast ein Grund, auf die Version 4 umzusteigen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und nützt euch. Ja, falls ja, bitte ein kleiner Kommentar und ein Like. Ne? Ein Abo könnt ihr auch da lassen, freut mich auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss, eure Cameo-Maus, der Andreas.